Märchen von der Anderswelt. Dieses Buch ist von Frederik Hettmann zusammengetragen und nochmal gekürzt erschienen in diesem sehr schönen Look. Und es hat quasi als eine Art, ich empfinde das fast als ein Vorwort und es kommt direkt nach der Inhaltsangabe. Midias Lied von der Anderswelt. Und das drückt so schön aus, um was es darin eigentlich geht. Deswegen möchte ich das zu Beginn mit euch teilen. Midias Lied von der Anderswelt. Ach, schöne Frau, willst du mir folgen in ein wunderbares Land, wo immer Musik erklingt? Das Haar derer, die dort wohnen, gleicht den Blütenblättern von Pfingstrosen und ihre Leiber haben die Farbe von Schnee. Es gibt dort weder mein noch dein. Weiß sind die Zähne dort und schwarz die Augbrauen. Ein Fest für das Auge ist die Zahl unserer Gäste. Ihre Wangen haben die Farbe der Fuchsien. Und der Kamm jedes Moors ist purpurn. Eine Freude fürs Auge sind auch die zahlreichen Drosseleier. Mögen die Ebenen Irlands schön dich dünken, so kommen sie dir vor wie eine Wüste, kennst du die Ebene der Anderswelt. Gut mundet das Bier in Irland, aber das Bier des großen Landes schmeckt so viel köstlicher. Ein Wunderland ist das Land, von dem ich rede. Es sterben dort nicht, wie hier die Jungen vor den Alten, niemand dort stirbt. Bäche mit weichem, wohlriechendem Wasser fließen durch dieses Land, und du hast Met oder Wein ganz nach Belieben. Zahllos sind die Leute, deren Schönheit ohne Makel, empfangen sind sie ohne Sünde und leben ohne Schuld. Wir sehen nach allen Seiten hin, aber niemand sieht uns. Es ist die Dunkelheit, der sich Adam entzog, die uns davor verbirgt, gezählt zu werden. Weib, wenn du mir folgst zu meinem mächtigen Volk, will ich dich mit einer Krone aus Gold schmücken, Honig, Wein, Bier, frische, schäumende Milch. Alles ist dort in Hülle und Fülle, du, meine Schöne. Unbekannter irischer Autor des 9. Jahrhunderts. Und mit diesem Lied von der Anderswelt, wahrscheinlich aus dem Munde Midia, eines Feenkönigs oder jemandem von den Fairies, ist so ein bisschen wie eine Einleitung für das, was dann folgt. Und in diesem ganzen Buch sind so schön versammelt Märchen der Anderswelt und ich korrigiere das mal auf der irischen Anderswelt. Also es ist ein sehr irisch geprägtes Buch mit diesen typischen Geschichten voller Musik, grüner Hügel, Elfen, Feen und Schicksalen. Und vielleicht spricht es dich an und verlockt dich mit Midias Lied in die Anderswelt einzutauchen. Und Frederik Hettmanns zusammengetragenen Werken ein bisschen deiner Zeit zu schenken. Ich werde noch mal eins daraus teilen und vielleicht hast du Lust, es dir anzuhören und jetzt einfach Midias Lied ein bisschen in dir klingen zu lassen und die Augen vielleicht zu schließen und in Gedanken eine Reise auf die grünen irischen Hügel zu machen, die in der Anderswelt, wie du gerade gehört hast, noch schöner sind als in Irland. Und das geht ja quasi kaum. Also ganz viel Spaß vielleicht bei einem Tagtraum, der jetzt folgen darf und einen wunderschönen Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann du es angehört hast.